Hüttengaudi. Ich weiß was, wir machen so eine. Die Knödel macht ihr. Ja. Ich kümmere mich um so ein Gulaschzeugs. Und die BSS machst du die Pilze. Ja. Okay. Finde ich insgesamt gut, aber ich glaube, für den Hüttengaudi fehlt noch mit der Wumms. Süß. Mit Apfelkompott. Apfelkompott kochen ist kein Ding. Das ist ein Ding. Schön karamellisiert. Ja, ja, glasiert, bisschen rum. Und dann Vanillesoße oder Vanille. Schon Kaiserschmarrn. Schon mal Kaiserschmarrn gemacht? So relativ, also mit Eiweiß aufschlagen und das Ganze. Und dann würden wir den in den Ofen machen, ne? Ja, auf jeden Fall muss. Ja, Hütte ist natürlich handfestes Essen und ein bisschen drüber alles. Da gibt's auch mal einen kurzen zwischendurch und so. Also wenn ich an Hüttengaudi denke, denke ich nur saufen. Nein. Das schreit leider wieder nach Leberkäse. Ja, Leberkäse, so Kartoffeln. So Kneipengedöns irgendwie, ne? Bei Hüttengaudi ist es tatsächlich so, dass die Leute etwas Deftiges erwarten und meistens viel mit Fleisch. Und da sind wir ja nicht ganz so stark. Ne? Wir sind ja auf Frische, auf Leichtigkeit, auf rohen Fisch, auf kurz gegartes Gemüse. Schön schwarze Anbraten. Ja, unbedingt. Und dann so ein schönes Stück perfekt Rosa dazu. Und dann essen die Leute alle ein halbes Stück zum Beispiel. Ja. Die Soße, ein kleiner Klöbel. Meinst du nicht den? Nacken? Ja, das ist so gefährlich. Wenn das trocken ist. Okay, pass auf. Was ist mit euch? Was ist mit Kaiserschmarrn? Ja. Sehr gut, sehr geil. Und einen heißen Bombardino dazu. Ja. Ja, was? Einen heißen Bombardino dazu. Was ist das denn? Das ist Eierlikör mit Rum. Ja. Ah, das ist ja nett. Eierlikör. Und so ein Eierlikörchen dabei. Finde ich gut. Kannst du Eierlikör machen? Eierlikör? Mit Rum? Eierlikör ist nichts anderes wie Alkohol mit Ei. Ja. Und wir machen Kaiserschmarrn. Joghurt-Eis noch oben drauf. Wie willst du das so schnell? Joghurt, Milch. Und dann, wo willst du es frieren? Im Schockfroster. Und dann? Im Packus runterfräsen und abstechen. Los. Ich war natürlich enttäuscht. Ich dachte, das war leider schon wieder nicht meine Stärke ausspielen zu können. Und ich hatte mich nicht getraut zu sagen, okay, ich könnte ja auch eine Hütte am Strand von Vietnam machen. Wir nehmen uns noch den Nacken von drüben. Ich kann mir noch einen Nacken von drüben holen. Frankie, ja. Kann ich euren Nacken haben? Braucht ihr den Nacken? Benutzt ihr den Nacken noch? Wir überlegen gerade noch. 5 Minuten, ja. Bin ich bei dir. Er überlegt noch. Wie wollen die das schaffen, in einer Stunde so einen Braten zu haben? Ja. Geht doch gar nicht. Ich hoffe nicht, vorher noch einen Kaiserschmarrn auf die Reihe zu kriegen. Nee, ne? Ich würde echt gerne, aber ich glaube, dass sie in Strudeln kommen. Nee, dann lassen wir es. Lass uns lieber die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, geil machen. Das ist meistens immer am besten. Ich habe das Gefühl, du weißt, was du gleich kochst. Hüttengaudi, ne? Ja. Also genau mein Thema. Genau das Richtige. Genau mein für Thema, dich. Aber ich werde schon hinkriegen. Ich werde jetzt auch Schmackofatz kochen und werde euch da alle rüberholen. Das ist mein Ziel. That's the plan. Aber du siehst, du hast hier süddeutsche Unterstützung. Deswegen, ich habe jetzt Jungs, die hier richtig aus Bayern kommen. Genau. Die können tolle Knödel machen. Genau. Und wir werden einen schönen Schweinebraten machen. Ein bisschen asiatischen Geschmack reintun. Und dann noch mal verschiedene Pilze anbraten mit einer asiatischen, japanischen, cremigen Soße. Also ich hoffe, das wird ein richtig gutes, deftiges Gericht. Ich hoffe, das wird auch meine anderen Gäste da drüben gefallen und dann... Ja, also die Gäste haben schon Lust auf mehr, oder? So richtig den Spaß auf den Bergen. Aber bei euch hört sich das an, als wenn ihr ein China-Restaurant in der Zugspitze aufmacht, doch mal ehrlich. Aha. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Was ist denn genau? Ja, am Ende des Tages ist das alles immer asiatisch, ne? Ja. Gibt beim Chinesen auch keine Currywurst, sag ich immer. Also irgendwann muss er sich auch mal entscheiden. Ich muss mich ja auf meine Gäste jetzt einstellen. Deswegen werde ich auch etwas Kräftiges kochen. Ein bisschen Schmackofatz auf asiatisch. Ah ja? Deswegen, ich will okay, ja liebe Freunde, wisst ihr, was wir machen? Es gibt Kaiserschmarrn. Habt ihr gehört? Ja! Kaiserschmarrn. Nur für euch.
Kaiserschmarrn. Hast du Kaiserschmarrn gesagt? Kaiserschmarrn. Ohne Sojasauce, ohne Asia-Kaiserschmarrn. Ja, du hast vorhin safe also, gespielt, das kann ich safe spielen. Es gibt einen richtigen Kaiserschmarrn bei euch. Ja. Also. Ich kann das nicht mehr hören. Ja. Und immer den machst Ausreden, du mit Stärke? Dieses, ja, du weißt es ja, ne? Ich mach's ja nicht mit Mehl. Ja. Weil ich das von der Familie von Alexander Kumpner weiß. Ach, das sind so Geheimtipps. Kein Mehl. Sondern Kartoffelstärke. Ja. Und vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen keine Milch, sondern Frischkäse. Und mit Frischkäse oder was? Nee, keine Milch oder Sahne rein, sondern Frischkäse. Frischkäse? Also nicht er, das ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Er hat den ja von einem anderen drauf. Das Rezept. Frank, kriege ich deinen Schweinenacken? Ja, kriegst du. Aber nur, wenn ein Gast rüberkommt von dir. Ich hol mir den Schweinenacken, ja? Ja, nimm. Wie bitte? Nimm. Er wollte nicht mehr haben, meinte er. Hast du glaubst verstanden, du wirklich, du kannst jetzt die Gäste mit Kaiserschmarrn jetzt begeistern und sie zu dir holen? Ich hoffe. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe. Also ich bleibe auf jeden Fall bei dir, wenn es Kaiserschmarrn gibt. Er hat ja jeden Überraschungsmoment, verstehst du? Weil alles, was er macht, wird er sagen, ich komme ja aus Vietnam und da kenne ich das nicht her und so bla 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 und so. Ne? Ich freue mich drauf. Es wird gut. Zu zweit kann man kaum für so eine große Jury kochen. Die Teamköche helfen und bringen immer auch Spezialwissen mit. So, liebe Köche, 47 Minuten Zeit. Ja, also wenn eine Stunde für Kaiserschmarrn braucht, hat sonst viele Hobbys, die er da auf jeden Bein hat. So, jetzt haben wir noch so einen Anschlagkessel für Eischnee? Oder haben wir nur einen? Holen den von drüben. Oder haben wir noch einen? War es ein KitchenAid? Ja. Nee. Dann hol den von drüben. Die haben auch von uns den Schweinebauch gekriegt. Ja, aber ich bitte nicht, ja. Das ist das Gleiche, das Stück Fleisch. Das ist jetzt das Gleiche? Ja. Wollten lieber zwei Gleiche statt... Ja, hatte am Anfang noch nicht gewusst, ob das mir gibt oder nicht. Ja. Ja. So, schön Senf da dran. Aber guck dir das Verhältnis Senf zu Fleisch an, bitte. Merkst du dir das nächste Mal? So, schaut mal hier. Die Eier werden jetzt ganz weiß. Die müssen weiß geschlagen werden. Gut, Oliver macht Apfelkompott, Eierlikör. Gut, Bump, was machst du gerade? Ich mache einen Crumble, Mandeln, bisschen Honig, bisschen Zucker, bisschen Salz. Jetzt macht ihr auch noch einen Crumble? Ja, müssen wir. Bisschen was knusprig so drauf. Alter, ihr f***t euch aber auch selber so was von dermaßen, ey. Und wenn dann eben noch so ein Crumble ist, dann nicht sagen, oh, nee, hab jetzt keine Zeit mehr und so, sondern nein, einfach noch machen. Du machst Joghurt-Eis. Fertig, brauchst du. Ja, ja. Geschmack dran und alles? Ich zähle auf dich, ne? Joghurt-Eis macht er extra für euch. Weiß nur, den Arsch kratzt euch auch. Wir wollen euch behalten. Sehr schön. Jungs, bei uns ist alles klar. Du bist an den Semmelkäseknödel dran. Kaspis. Daniel ist bei den Pilzen mit der jeweiligen Soße dazu. Und ich kümmere mich um das Fleisch, um den Braten, der gleich in den Ofen geht und dass wir in 45 Minuten eigentlich servierfertig sind. Okay? Das war das die Knödel oder? Eigentlich servierfertig. Zwiebel? Zwiebel. Wofür braucht ihr so viel Zwiebel? Alles fürs Fleisch. Ihr macht das ja ein bisschen für die Show, das Zwiebelschneiden. Was soll ich jetzt einen Schweinebraten machen, besser als ein deutscher Koch? Das wird wahrscheinlich nicht passieren, sondern ich muss dann eher die Aromen aus Asien holen, um dann halt so das ein bisschen besonderer zu machen. Kannst du mir mal diese Prise hier rüber machen? In der Marinade von dem Schweinebraten war natürlich Elstern Richtung Austernsoße, Sojasauce, Sesamöl, ein bisschen Chilipaste, Ketchup-Mayonnaise. Das ist so eine meiner Lieblingssoßen, wenn ich Fleisch brate. Gut, da kannst du jegliches Fleisch nehmen und es schmeckt immer super. So muss es sein. Und wir haben hier jetzt Luft reingeschlagen und ist richtig schön cremig geschlagen. Hier so sieht das aus, ne? Und so muss es jetzt sein.